Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 hier live aus Liberty City aus Bohan. Beim letzten Mal haben wir ja den guten Manny kennengelernt, der Typ, der die Straßen hier sicherer machen will, die Drogendealer von den Straßen kratzen möchte und die ganzen bösen Verbrecher eliminieren möchte. Ja, tolle Vorsätze und dafür hat er sich uns als Gehilfen ausgesucht. Ja, solange er gut zahlt, ist uns das ja recht. Tja, beim letzten Mal also ein paar Drogendealer, ja, von der Straße verscheucht, in Anführungszeichen verscheucht, und haben wir noch dieses lustige Müllauto geklaut. Einfach so, weil wir es können. Und dann würde ich sagen, ohne groß Gequatsche, ab zur nächsten Mission. Okay, guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Well, officer, well, please, well, I need you this way. Thank you. Tight, up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer, a little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be... All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Well, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man, fucking punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo. That's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Junge, 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 der ist ja total durchgeknallt, der Junge, aber echt. Nee, nee, solange er gut zahlt, ist das alles in Ordnung. So, aber nee, ich fahre jetzt nicht mit diesem Müllauto. Das muss nicht sein, also, ne? Mal ehrlich. Das sind wir ja morgen erst da. So viel Zeit will ich da jetzt nicht investieren. So, wir nehmen uns lieber dieses lustige Auto hier. Halt, stehen bleiben. Oh, okay, bleib nicht stehen, Frechheit. Ja gut, dann klauen wir halt hier einen am Straßenrand. Oh, da ist ein Cop. Okay, wir klauen den vielleicht doch nicht. Sonst haben wir bloß wieder hier die Jungs am Hintern kleben. Ach komm, wir nehmen einfach unser eigenes Fahrzeug hier. Also unser eigenes geklautes Fahrzeug natürlich. Aber hey, das stört witzigerweise niemanden, wenn wir jetzt mit dem Bullenauto rumfahren. Also alles gut. So, als Polizei darf man bei Rot über die Ampel, ne? Wissen wir ja. So, eliminiere die Bandenmitglieder. Ach, die sind der Tanke oder was? Ist das? Ne, das ist gar nicht die Tanke, das ist was anderes. So, hallo, schießt du mal bitte? Ja, wieso schießt er jetzt nicht? Ich dreh durch. So, aussteigen. Fluchtweg blockieren. Headshot, Headshot. So. Ui, der ist ja mal heftig bewaffnet, der Junge. Der ist ja mal richtig heftig bewaffnet. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Allzu viel halten wir nicht mehr aus. Ich glaube, ich muss hier mal weg. Eieiei, das war jetzt natürlich ja fast schon fahrlässig, habe ich den Eindruck. Das war fast schon fahrlässig. Wo bist du, mein Freund? Ach, shit. Okay, das war nix. Tja, wieder was gelernt? Wieder was gelernt. Na gut. So, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Am Krankenhaus. Ach komm, die machen wir nochmal die Mission. Ach, Mensch. Ja, natürlich will ich es nochmal probieren, Mensch.
So, also haben wir nicht allzu viel verloren. Geht ja noch. So, vielleicht soll ich die Knarre wegstecken. Also müssen wir uns ein bisschen cleverer anstellen. Was heißt wir? Also in dem Fall ich natürlich. Jetzt regnet es auch noch. Sauwetter. So, da sind die Cops. Hallo, grüße euch. Servus. Aber jetzt wird wahrscheinlich unser Auto nicht mehr dastehen. Könnte ich ja wetten, dass das Auto nicht mehr da ist. Naja, das ist weg. So, hallo, ich brauche mal dein Auto. Du packst eh auf der falschen Straßenseite. So, dankeschön. So, geht doch. So, eliminiere die Gangmitglieder, mache ich. So, das wäre erledigt. Halt, nee, da gibt's noch einen. Oh, er hat auf den Falschen geschossen. So, wo ist der andere? Mit seinem Kahn da drüben. Den kriege ich schon noch. Zumindest haben wir diesmal keinen Schaden gefressen. Ah, der hat uns vorhin echt mal eine ordentliche Breitseite verpasst. Hat natürlich nicht aufgepasst. War dumm. Muss ich gestehen. Oh, Entschuldigung. Renne! So, ich würde sagen, das schauen wir uns einfach mal an aus der Nähe, genau. Warte, wieso bin ich jetzt gesucht? Ich habe gar nichts gemacht, Officer. Ich bin total unschuldig. So, 1100 Dollar kassiert, so muss es sein. Genau, wenn ihr anrufen. Manny, I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. It's all business with you, kid. But that's okay. Money's what makes these streets sing, man. I'll call you when I get more work. Stay safe. Stay real. So, also das wäre erledigt. Sehr schön. So, da ist gesperrt. Was ist denn da? Wo geht's denn hier eigentlich hin? Wieso ist da gesperrt? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir können ja mal zu Brucey, ne? Brucey möchte ja auch was von uns. So, dann begegnen wir uns mal wieder den alten Stadtteil, in den uns bekannten, wo uns, ja, Hausverbot in Anführungszeichen, ne, Stadtteilverbot blüht. Ich hoffe mal, dass uns da zumindest nicht Dimitris Jungs aufspüren, das wäre schlecht. Aber nachdem ja Brucey uns sehen möchte, gehe ich davon aus, dass ich dann nach wie vor hin kann, ohne allzu große Probleme. Mallory, ach je. Hey Nico. Tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Okay, also den nächsten Kontakt, den wir kennenlernen, Elisabeth. Wo geht's denn da? Wo fahren wir denn hier gerade? Das ist ja eine kleine Brücke oder was? Also muss ich nochmal auf die Karte schauen. Ach Gott, schaut euch das an. Das ist so eine kleine Abkürzung. Das ist ja witzig. Müssen wir hoffentlich keinen Maut zahlen. Nö, nee, sieht... sieht nicht nach... Ups. Na, prima. Nee, sieht mal nicht nach Maut aus. Klasse. Also haben wir uns doch ganze 5 Dollar gespart. Ja, von wegen. Wir haben uns keine 5 Dollar gespart. Aber in diesem Fall schon. Haha. Edge, Freunde. Zahlt doch keine 5 Dollar am Auto, ihr spinnt ja. Könnt ihr vergessen. Aber gut, ich meine, das ist ja nur ein kleines Vergehen, es gibt nur einen Stern dafür, also. Interessiert mich nicht. Und den sind wir jetzt dann auch gleich los, diesen einen Stern, so. Genau, da wäre es die andere Straße gewesen. Die Hauptstraße hier, also auf dieser kleinen Nebenstraße haben wir es doch jetzt bis hierher geschafft. Auf geht's weiter zu dem guten Brucey.
Bin gespannt, was er für uns hat. Ob wir wieder ein Auto für ihn klauen sollen. Also ich hoffe mal nicht, dass wir schon wieder jemanden beseitigen sollen. Das hat man ja das ein oder andere Mal auch schon erledigt. Boah. Ups. Okay, also war der gute Nico wohl nicht angeschnallt. Durch die Windschutzscheibe ausgestiegen. Ja, da hat es mich jetzt sauber ausgehoben, habe ich nicht aufgepasst. Uiuiui. Aber dafür, wie es uns da rausgeknallt hat, haben wir erstaunlich wenig Schaden genommen. Also naja. Ich glaube, in echt hätte es ein bisschen mehr wehgetan. Durchaus. Aber zum Glück sind wir hier ja nur in der digitalen Welt unterwegs. Da, von dem her ist es mir egal. So, und das sind wir auch schon. Hey, man. Hey, guys. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Oh! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me killed, that bitch. Hi-ya! Oh, Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nikki! Shit. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh nein! Oh. Ja, jetzt wird's übel, Freunde. Jetzt müssen wir uns so mit so einem komischen Typen oder an den Rand schmeißen. Ach nee. Ja, komm, das mal. Also. Lieber Brucey, das ist grenzwertig, was du von uns verlangst. Das ist mit Abstand äußerst grenzwertig. Na gut. Also dann ab zum Internetcafé. Bin mal gespannt, ob die Alte unseren Namen noch kennt. Ja, vielleicht haben wir auch nur die eine oder andere E-Mail bekommen. Ne, können wir bei der Gelegenheit auch mal nachschauen, wie es da aussieht. So, und da ist die ehemalige Garage. Och Gott, Baustelle. Eieiei. Die Taxizentrale. Ach Mensch. Da blutet das Herz. Auf jeden Fall. So. All right, man. I'm at the Internet Cafe. What now? The website is Love Meet. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard Animal Man. Eat him alive, okay? Na gut. My favorite customer. He's back. My favorite Internet Cafe worker is still here. Good to see you. Ach je, was ein dummes Gelaber. Na gut, also ab geht's. Ab ins Internet. So, zwei Mails haben wir bekommen. Von Roman. Ja, ja, ist in Ordnung. Wir rufen sie an. Ist ein nettes Mädchen, ja, wissen wir doch. Alles klar, danke für den Ratschlag. So, und Brucey hat schon wieder das nächste Auto. Sag mal. Nee, du, im Moment, lieber Brucey, wir haben andere Sorgen. So, was haben wir hier? Wiesel, eine Serie von Brandstiftungen in Broker. Das klingt nach uns. Ah ja, genau. Naja, zwei Gebäude, Taxidepot. Ja, das waren die Russen. Das waren die Russen, das haben wir Dimitri zu verdanken. Herzlichen Dank. Ganz toll. So, also Love Meet, das dürfte das hier sein. So, Suche nach Singles. Ja.
Ich würde ja lieber hier klicken, aber na gut. So, French Tom hieß er. Ach Gott, schaut euch das an. Sweet Bellic. Oh, nein, nein, nein. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Nee. Nee, also Roman, da müssen wir uns direkt nochmal unterhalten. Das geht ja gar nicht. So, hier French Tom. Das ist der Typ. So, bla bla bla. Ausgehen, wenn ich die Antwort auch gefallen. Bla, okay. Job Abzocker. Aha, das ist schon mal interessant. Also gut. So. Locke dich aus. Mhm. Also wir haben jetzt eine Anfrage geschickt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen warten. Hm. So, lass etwas Zeit vergehen. Ja, machen wir doch. Jo, ciao, mach's gut. Und in der Zwischenzeit was anderes. Vielleicht uns mal ein neues Auto besorgen. Was ist denn hier passiert? Da wäre man fast über den Haufen gefahren worden, aber die alte trägt auch noch Kopfhörer. Ey, hier wird nicht gehupt. Raus hier. Das ist mein neues Auto. Sehe ich doch von hier. So, natürlich die Cops wieder am Start. Oh Gott. 10 Meter gefahren, schon die erste Schramme drin. Eieiei. Okay, die zweite Schramme ist drin. Was soll's? Egal. So, einfach mal blöd rumfahren hier und die Cops loswerden. Na also, geht doch. Schon sind wir sie los. So, lasst uns doch mal kurz in das Perestroika schauen, in diese... in diesen Comedy-Laden oder in dieses Kabarett, besser gesagt. So, das würde mich jetzt mal interessieren, ob hier nach wie vor Betrieb ist. Das Icon ist mir zumindest noch da. Oh, hier Katakrobe. Hallo. Grüß dich, mein Kind. Komm mal da rein. Hier tatsächlich. So, was mache ich jetzt hier? Kann ich hier irgendwas klauen? Nö, geht nicht. Ja, bist schon ein hübsches Kind. Passt schon. Also verspannten Nacken, wa? Mhm. Hier habe ich auch manchmal. So. Oh. Ach, jetzt können wir uns hier eine Show alleine ansehen. Jetzt geht's auf einmal. Interessant. Ja, komm. Man wisst ihr was? Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal eine Show an. Wir müssen ja eh warten. Nun, ihr Dureli! Miss Bluesy St. John! Yeah. Ooh, I'm feeling pretty hot tonight. Yeah, you're looking good out there. I would let every one of you have me like a train. Choo, choo, choo. Well, you all do look hot tonight. Like someone's been putting cigarettes out on your back and slapping you across the face as the sun sets. Mm-hmm. Let's talk about something that women feel now. I'm not talking about the hot fists of a man deprived. I'm talking about you try sleeping with your husband's brother, but it don't help. So you decide it's time to make a change. And it goes a little something like this. Here we go. You take two pills in the morning, yeah, and two in the afternoon. Ooh, yeah. Mm-hmm. Give it to me before bedtime, baby, 'cause I'll be a man soon. With an Adam's apple bobbing up and down, up and down. Yeah, I can't give me no rest now till I grow hair on my breasts. That's right, that's what I said. Mm-hmm. Well, I walk up in my office, baby, yeah, and they say Jill is now a jack. Oh, yes, yes, yes. Mm-hmm. She was such a sweet, sweet girl. And boy, what a rack. Now I do have me some great tits now, don't I? Well, but baby, I've been disrespected now. So this Karen's gonna become a Keith. And if any man gives me shit, I'll stick a boot right in his teeth.
'Cause I'm tired of being a woman now. I'm ready to be a real man. Yeah, a real, real man. Now, don't call me no tranny, baby. You just call me Tom, Tom O'Shan. That's Mr. Thomas Sam to you, baby. Well, I'm tired of being a woman, baby. I'm ready to be a real man. Ooh, a real man. She's so sexy, isn't she? Please, don't get sex change, Bluesy. And now, our next act is a Perestroika favorite, the incredible Kleinman! Hello, hello. There have been many great magicians throughout time. Some have been burned for heresy and witchcraft, but that is because you envy the man that tricks you. You envy the man that can make his woman levitate, as it's fantastic in the bedroom, and even better when you can make her disappear afterwards, which leaves you time for more important things like watching sports and playing video games. Right, Laurel? Which brings us to the most fantastic, paranormal, miraculous trick, the guillotine of doom! I will place my hand into the device, and when my filthy assistant... Hey, and see the expletive! Oh, you crevice, promiscuous, wanton witch! Please keep drinking! Our next show is very soon! Ja, da waren sie wieder. Der Incredible Kleinman und Miss Bluesy St. John. Naja, also der Kleinman scheint wirklich so ein, ja, möchte gern Zauberer zu sein, der irgendwann mal in der Schule abgebrochen hat, in der Zauberschule. Der hat es wohl nicht ganz geschafft. Na gut, und die Miss Bluesy hat wohl auch das eine oder andere Pilchen zu viel genommen, wie es aussieht. Aber hey, was soll's? Wir haben ein bisschen billige Unterhaltung gehabt, wieso auch nicht? Und dann würde ich sagen, dann lasst uns doch zurück ins Internetcafé düsen. Vielleicht hat der French Tom ja schon geantwortet, aber das machen wir nicht mehr heute, liebe Freunde, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag wie immer an euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei hier in Liberty City. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Macht es gut. Und Servus.